Öko ist eigentlich Alufolie. Zu Beginn der Aluminiumproduktion steht der Rohstoff Bauxit. Für die Gewinnung wird in den Hauptabbauländern teilweise Wald zerstört. Dann braucht die Aluminiumherstellung viel Energie. Grund dafür ist vor allem das notwendige Elektrolyseverfahren. Das wiederum erzeugt viele CO2-Emissionen, insbesondere dann, wenn der Strom aus Kohlekraftwerken stammt. Zudem entsteht bei der Produktion Abfall in Form von Rotschlamm. Als Öko würden wir Alufolie daher nicht bezeichnen, vor allem auch, weil es Alternativen gibt. Wiederverwendbare Behältnisse, zum Beispiel aus Glas oder Teller und Schüsseln für Dinge im Kühlschrank. Und tatsächlich auch Frischhaltefolie, denn wenn es eine Folie sein soll, dann ist diese aus Ökosicht etwas besser als Alufolie. Ich habe Alufolie auch schon mehr als einmal verwendet. Das geht vor allem dann, wenn nur etwas Trockenes darin eingepackt war. Kleben da jetzt noch zum Beispiel so fettige Essensreste dran, dann wird es etwas schwieriger. Wenn ihr wollt, dass wir auch mal recycelte Alufolie checken, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare.